Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Idle Survivors Last Stand. Heute mit einem kurzen, aber trotzdem unglaublich wichtigen Thema. Und zwar der Freundesliste bzw. dem Feature der Freunde. Der Infobutton ist relativ witzlos. Er erklärt uns kurz, wie wir Freunde bekommen, löschen und das Ganze verwalten können. Viel interessanter ist, dass hier oben eine goldene Kiste leuchtet. Immer wenn hier 100 Punkte, Herzen sind es dann später, das sehen wir gleich, erreicht sind, können wir eine solche Kiste einlösen. Damit das Ganze am Ende des Videos ein bisschen interessanter wird, habe ich ein paar Tage gesammelt. Was können wir machen? Wir können bis zu 50 Freunde haben. Wir haben hier unten ein tägliches Limit von 25. Damit ist gemeint, Geschenke, die wir an Freunde schicken bzw. auch erhalten können. Damit wir das Maximale hier rausholen, ist es natürlich sinnvoll oder wünschenswert, wenn wir diese 25 jeden Tag erhalten. Wären nämlich unterm Strich 2,5 Kisten, die wir jeden Tag bekommen. Und was bekommen wir? Helden. Helden mit dem Rang S oder sogar 2S-Helden. Ich persönlich habe noch nie davon gehört, dass man auch 3S-Helden hier im Freunde-Feature erhalten kann. Vielleicht sehen wir aber gleich am Ende des Videos, dass es auch anders gehen kann. Ich möchte euch empfehlen, jeden Tag zuerst auf Freunde verwalten zu gehen, vielleicht ein paar neue Freunde anzuwerben, die gerade als online deklariert sind, denn Freunde, die offline sind und nicht mehr online kommen, die verschwenden wir in unserer Liste. Die brauchen unnötig Platz, das wollen wir nicht. Dann gehen wir auf Entfernen und löschen. Meiner Meinung nach sinnvoll, jeden Tag raus, wer nicht mehr online war. Warum? Naja, wenn die halt jetzt schon einen Tag oder sogar länger nicht mehr online waren, also ein Tag ist immer mal drin, aber bei 2 Tagen, 3 Tagen oder noch länger, sind das potenziell Leute, die entweder sehr unregelmäßig spielen, das heißt, wir bekommen nicht jeden Tag von ihnen ein Geschenk hier zugeschickt und genauso helfen wir keinem Spieler mehr damit. Und dann ist das relativ einfach. Wir können hier sagen, jawohl, wir möchten das direkt an jemanden verschicken. Oder wir klicken einfach auf Abholen und Senden. Dann sagt das Spiel in Ordnung, gucke mal, ich schicke einfach mal raus, was geht. Und wir haben hier 3 bekommen. Meistens klicke ich da alle paar Stunden mal rein. So, wenn man mal reingeht und guckt, das ist im Prinzip auch schon alles, worauf wir achten müssen. Morgens, beziehungsweise das erste Mal, wenn ihr euch einloggt, immer mal reinschauen, wer war denn da jetzt schon lange nicht mehr online? Gucken, wer ist denn gerade online und wem schicke ich vielleicht eine Anfrage raus? Und dann geht's ans Einsammeln. Gucken wir also mal. Ihr seht, ist mehr so ein Futter-Feature. Viele, viele 4-Sterne-Helden, die wir nachher dann aufwerten können und sie als Futter verwenden. Ein paar Helden mit dem S-Rang, leider keinen mit dem 2S- oder 3S-Rang. Nichtsdestotrotz ein unheimlich gutes Feature, wenn es darum geht, Helden für das Aufwerten der anderen Helden zu bekommen. Wie macht ihr das? Ähnlich wie ich? Wusstet ihr gar nichts von diesem Feature? Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und ein Abo freuen. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ne? Tschüsschen, bis bald. Euer Selti.